Hallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzel. Wir schauen heute hinter die Kulissen. Alle, die mich schon kennen, die wissen, dass ich hier immer was vom Stapel lasse, das Thema Liebe betreffend. All die anderen dürfen wissen, dass ich hier mal was erzähle über die Liebe, über das Thema Seelenliebe, über das Thema Dualseele, Zwillingsseele und so weiter und so fort. Möchte mich heute auf den Otto beschränken, um einfach mal zu gucken, was geht da in ihm vor sich. Ich habe den Eindruck, dass das Kollektiv dabei ist, sich wieder so ein bisschen wohler zu fühlen, dass die Energien ein bisschen leichter wieder werden. Da haben sich ja manche übers Wochenende und auch noch ein paar Tage darüber hinaus ein bisschen gequält und Müdigkeit und Traurigkeit und alles so komisch und Antriebslosigkeit. Das scheint sich jetzt mit dem Montag ein bisschen aufgelöst zu haben. Zumindest bei vielen. All die anderen werden dann hoffentlich zeitnah hinterher ziehen. Und wir gucken jetzt einfach mal, womit der Herr Otto sich denn zurzeit so beschäftigt. Der hat es grundsätzlich ja eher schwer seit Anfang Dezember. Und jetzt hat er die Karte, die du vor ein paar Tagen hattest. Der Otto geht ins Vertrauen. Herr Otto geht ins Vertrauen und ruht sich ein bisschen mehr aus, vertraut dem Universum, vertraut dir, geht davon aus, dass alles so läuft, wie es laufen muss. Hier hat Heilung stattgefunden. Er hat eine Zeit gehabt, da war ziemlich viel Wirrwarr in ihm und da hätten diese Schlangen, die da auf ihm rumturnen, ihm den Rest gegeben, aber nö, so mittlerweile denkt er, die tun mir nichts, die kennen mich gut, die tun mir nichts, es wird einen Ausweg geben. Ich gehe einfach mal ins Vertrauen und das bedeutet, dass er in eine gechilltere Phase kommt. Das kommt dir mit Sicherheit und deinem System auch zugute. Ja, und dann gucke ich jetzt mal, in welcher Energie er denn so steckt. Und du guckst wie immer, ob du mit der Legung in Resonanz gehst oder nicht. Sonst pick dir nur das raus, was für dich sich stimmig anfühlt. Und bist du neugierig und möchtest es genau wissen, brauchst ein bisschen Unterstützung, dann kontaktiere mich gerne. Ist alles unten in der Infobox. Ich muss immer hin und her gucken, weil hier habe ich ja die Karten in der Infobox verlinkt. Ja, Herr Otto kommt wieder in seine Kraft. Wir haben hier den Löwen. Er kommt wieder in seine Kraft. Er ist zuversichtlich. Er weiß, dass er eine Kraft und eine Stärke in sich hat. Dass er über wahnsinnige Qualitäten verfügt. Dass er auch ein Regent ist. Gestern hat er das Känguru geritten. Guck mal, was das für ein Fortschritt ist. Jetzt sitzt er auf dem Löwen. Heißt in meinen Augen, ne, das Reitkäppchen von gestern hat er abgelegt. Der hat hier auch fast nichts an. Der hat nichts an. Nur so ein Lendenschurz oder sowas. Er kommt wieder bei sich an und weiß, wer er ist. Ist in seinem Selbstwert zurück. Das lässt Gutes erahnen. Wir gucken, was er dir zu sagen hat. Er sagt, ich wünsche mir hier den Neuanfang, ich möchte mein Leben umkrempeln und ich möchte auch ein bisschen abenteuerlustiger werden. Natürlich abwarten, ne? Wann ich so weit bin, wissen, vielleicht haben wir auch lange genug abgewartet. Das kommt mir hier eher angeflogen, als dass man jetzt noch ewig abwarten müsste, weil er möchte ja den Neuanfang und er möchte, dass seine Träume sich erfüllen. Hat er lange genug manifestiert? Der wird jetzt geradezu vom Universum angeschubst und steht zurzeit an folgender Position im Seelenpartnerprozess. Er möchte mitgestalten, er möchte nicht nur zugucken, ne, so stark und schön wie er ist. Er möchte nicht nur zugucken, er möchte mitgestalten, er möchte da jetzt in die Aktion kommen, aktiv werden und an eurer Verbindung arbeiten, auch daran arbeiten, dass das wirklich hier in unsere Welt gebracht wird, gelebt werden darf.
Denn ja, ne, die Herzchen, die fließen hier nur von rechts und links und hin und her. Er kann vertrauensvoll den Kopf an dem deinen schmiegen, weil er eben gelernt hat zu vertrauen. Und das ist ja Wahnsinn, wenn man einfach bedenkt, welche Geschichte dieser Mensch hinter sich hat oder welche Geschichte auch du hinter dir hattest. Ja, hier will was erschaffen werden. Da brauchen wir jetzt auch nicht noch mehr großartig Überschriften. Ich gehe jetzt einfach mal in die Vollen und nehme mir hier mein Green Lenormand und guck mal, was ihm denn tatsächlich so durchs Köpfchen huscht. Ein Häuschen. Das heißt, auf jeden Fall ist er wieder in seiner Stabilität angelangt. Bei sich angelangt, er denkt auch viel über sich nach. Wir haben das Häuschen, wir haben ihn, wir haben den Brief und den Storch. Er möchte mit dir kommunizieren. Hier möchte irgendetwas in ihm geboren werden. Er hat da schon einen Plan. Entweder möchte er dich mit auf eine gemeinsame Reise nehmen oder aber er denkt über ein gemeinsames Nestchen nach, über eine gemeinsame Häuslichkeit. Er hat auch viel über sich nachgedacht, ja, und er möchte jetzt hier mit kreieren, ne? Nicht immer nur alleine, sondern miteinander. Und hat im Kopf zumindest schon mal sowas wie, ich möchte mit ihr da jetzt drüber reden, wie wir das hinbekommen können, dass wir uns hier gemeinsam auf die Reise machen, dass hier irgendetwas kreiert wird, was auch immer. Von dem Herzen liegt das Herz auf Position 1. Das heißt, er wird jetzt wieder sehr emotional und gefühlvoll, sehr romantisch, will wieder Glücksmomente haben mit dir. Ja, und sein altes Wissen, das hat ihn vorwärts gebracht. Das hat er, ne, angezapft und er hat da Eingaben bekommen, die ihn zu Erkenntnissen geführt hat, sodass es jetzt hier weitere Schritte in, ja, nach vorne und nicht zurück anschubst. Der ist ja sonst immer gerne mal wieder zurückgegangen. Dann möchte ich wissen, was sich im Außen zeigt, wie ist die Handlungsebene, was kommt als nächstes. Und wir reden hier immer von den nächsten 24 Stunden. Ja, was ich sagte, ne? Der bekommt einige Klarheiten, der möchte auch seine Gefühle wieder ins Fließen bringen und all die, die noch so ein bisschen schwer unterwegs sind, die schaffen es innerhalb der 24 Stunden auch wieder ins Licht, weil ja, die Zweifel, die da noch existiert haben, an die Seite, nee. Die treten in den Hintergrund und er möchte sich hier auf den Weg machen und eine Entscheidung treffen. Dann lass jetzt mal gucken mit meinen Kärtchen, ob ich noch was anderes rausbekomme über ihn und dann lass mal so stehen. Lass mal eh nicht. Ich sage das immer, fällt mir immer noch was anderes ein. Ich weiß auch nicht, warum ich die Orakel jetzt immer länger werden lasse. Ist wie es ist. Könnte sein, dass es daran liegt, dass die zweite Generation halt schon wieder in den Startlöchern steht und da braucht es manchmal ein bisschen mehr Input. Also er lässt sich jetzt einfach mal treiben. Oder aber er hat das Gefühl, da kommt jetzt gerade die richtige Welle auf ihn zu, energetisch gesehen. Die richtige Welle auf ihn zu, die ihn vom Herzen aus regieren lässt. Oder aber auch instinktiv, das ist die Passion, die Leidenschaft. Und ihn in Richtung dieses Seelenvertrages noch mal mehr schubst. Also nicht du schubst ihn, sondern ne, die universellen Energien. Da kann er nicht so richtig dran vorbei. Der hat auch so ein richtig inneres Feuer in sich für dich gerade. Und das fällt ihm schwer, das so an die Seite zu schieben. Dann bist du vielleicht auch dann nicht mehr so präsent, wie er das gewohnt war. Und trotzdem bist du da. Alles schwer, alles schwer. Kontrollverlust ist dann nochmal wieder im Mitgliederbereich gefallen ist. Er muss sich irgendwas anderes überlegen. So wie bisher wird es nicht weitergehen. Das ist ihm schon bewusst. Und
Auf der Herzebene haben wir hier die Reinigung. Die Reinigung von Altem, von Menschen, die ihm nicht mehr gut getan haben. Eine seelische Reinigung, den ganzen inneren Ballast abzuwerfen. Dieser Prozess scheint sich jetzt hier langsam dem Ende zu nähern, denn er ist im Kopf schon dabei, umzuziehen, weil Befreiung stattfindet oder stattgefunden hat. Das ist, ne, je nachdem ein bisschen unterschiedlich, aber hat sich halt von viel Müll befreit, von vielen Dingen, die er nicht mehr nötig hat. Das machst du auch, wenn du umziehst. Dann überlegst du auch ganz genau, was nehme ich mit und was kann ich vielleicht anderen zur Verfügung stellen und was bringe ich zur Müllkippe. Er ist gewachsen. Unter göttlichem Schutz ist er auf jeden Fall gewachsen. Und hier zeigt sich dann im Außen Folgendes in den nächsten Schritten. Innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ein neues Kapitel wird kommen, aufgeschlagen zwischen euch beiden. Ja, erstmal muss er sich ausruhen, weil der Prozess war mega anstrengend. Kann es sein, der schläft auch mal 2 Tage am Stück. Deshalb warst du vielleicht gestern auch so müde. Aber er kommt auf dich zu und es gibt hier auf jeden Fall einen Neustart. Und in diesem neuen Kapitel werden sich die Umwege mehr und mehr auflösen. Der Fokus wird auf den Weg gerichtet und zwar auf den gemeinsamen. Und das passiert jetzt so ziemlich reflexartig, weil der Herr Otto halt den richtigen Riecher hat, weil das Universum auf einer Frequenz funkt, die er sehr gut verstehen kann. Ja, lasst es auf euch zukommen, ist alles, ne, in trockenen Tüchern gesetzt, dem Fall, du befindest dich wirklich in diesem Seelenpartnerprozess und warst bereit, an dir zu arbeiten. Und jetzt hätte ich noch gerne einen Tipp des Universums in deine Richtung, das ist jetzt wichtig für dich zu wissen. Vertrau ihm, dass er auf dem richtigen Gleis ist, dass er die Richtung richtig einschlagen wird. Vertrau ihm. Und wenn du das Empfinden hast, du kannst ihn irgendwo unterstützen, damit er in seiner Kraft bleiben kann, dann machst du das. Wenn du das Gefühl hast, bist gerade nicht in deiner Mitte nicht stark genug, dann lässt du das. Je nach Bauchempfinden. Ne? Ihr habt alle eure eigene Intuition. Und jetzt nehmen wir einfach nur nochmal einen Abschlussimpuls mit von meinen Weisheitskarten, die ich ja 1,5 Jahre ignoriert habe an meinem Tisch. Ich fand sie irgendwie langweilig. In letzter Zeit gefallen sie mir. Welcher letzte Impuls soll hier das Abschlusswort sein? Bitte, Spirit. Die Liebe. Die Liebe für die Form war dein Ausgangspunkt. Liebe für das Formlose ist deine höchste Erfüllung. Also grenzt das Ding nicht ein, hab nicht immer dieses Endziel vor Augen. Versuch das Ganze ein bisschen mehr fließen zu lassen. Lebe dein Leben, optimiere, wo du optimieren möchtest und kannst. Dräng das Ganze nicht in eine bestimmte Form. Vielleicht wird es ganz anders, als du dir jetzt noch vorstellen kannst, aber es wird. Lassen wir es mal so stehen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht was Schönes, genießt euer Leben, bleibt mir gesund, ja, und lasst es euch vor allen Dingen gut gehen. Und ich bedanke mich bei allen fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin.